Und willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, ich bin jetzt schon mal in den Teil der Insel gereist, wo ich in der letzten Folge ja noch gesagt hatte. Und jetzt machen wir hier diesen blöden Aussichtspunkt noch. Und schauen dann noch zu den zwei Fragezeichen, die wir dort gesehen haben. Gucken wir mal, was uns dort erwartet noch. Dann müssten wir die Insel eigentlich schon bald komplett abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch aufdecke. So viel kann es aber nicht mehr sein eigentlich. Jedenfalls haben wir hier schon mal einen zweiten Aussichtspunkt. Sehr, sehr nice. So, und wir synchronisieren einmal. Synchronisation beendet. Sternenobservatorium. Sehr schön. So, und dann schauen, tun wir doch gleich das nächste Fragezeichen markieren. Genau, wir haben zwei Stück bekommen. Hier ist noch eine Quest. Die machen wir aber anschließend. Jetzt gehen wir erstmal zu den Fragezeichen hier. Ja, schön, dass da was war zum Reinspringen. Nämlich gar nichts. Sehr schön. Sind übrigens schon Stufe 6 hier die Gegner. Kleptusbucht. Banditenführer töten, Gefangenenbefreiung, Schatz plündern. Oh, ist klar. Schauen wir nochmal, was wir hier markieren können. Was ist denn das da? Hier ist einiges los. Okay. Oh, wow, 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 wow. Kann ich den gleich hier massakrieren von hier oben? Wahrscheinlich werde ich den nicht ganz kriegen. War einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Ich bring dich um! Ich hab sie! Okay, einen haben wir schon. Einen Banditenführer. Alles klar. Der hat nischt. Hat der was? Der hat auch nischt. Da müsste das Gefangenenlager sein. Okay.
Gefangenenbefreiung. Da ist der nächste Anführer. Da ist die Quest, die werden wir noch nicht machen. Da ist der Schatz. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Wer war hier drin? Ist hier drin noch irgendwas? Hier drin ist doch gar nichts. Ach, da ist einer. Können wir den anlocken vielleicht mit Pfeifen? Oder kommt er selber hier runter? Was war das gerade? Okay. Ah, da ist der Gefangene, okay. Ich bin kaum einen Tag auf Kefalenia und so heißt man mich willkommen. Schreckliches Volk. Es sind nicht alle so schlimm. Beweise es, indem du mich zu meinem Bruder da. Ach du Scheiße, die hört gar nicht dazu.
eine Schatzkarte gefunden, die muss ich irgendwo auf den Schrein legen, denke ich mir. Kann ich den Bogen wegknallen? Irgendwo war vorher noch ein Anführer, oder? Komm, wir tracken nochmal. Ah, der ist da hinten, da oben ist er. Okay, dann werfen wir jetzt auch ein bisschen die Gefangenenbefreiung. Ist hier unten irgendwo, aber wo? Ich verstehe nicht, wo das sein soll. Gibt's hier noch eine Kammer, eine verborgene? Tauchen mal. Ja, vielleicht da die Höhle oder so? Aber wir waren doch vorher schon drin, oder? Ich glaube, hier waren wir schon drin. Ah, das ist nicht der Marker. Das muss irgendwo was anderes sein. Das ist irgendwo da hinten. Ich dachte, ich muss
dass es hier ein Eingang ist. Ich denke, es wird irgendwo hier hinten sein. Ach, da, okay. Wie hat die darf das in Venusin? Du hast mich gerettet. Danke. Bitte. Okay, dann hätten wir das auch abgeschlossen und dann schauen wir doch mal. Hier wäre auf jeden Fall eine, die Quest. Machen wir das doch gleich und danach gehen wir zu den Fragezeichen. Schauen wir so hier hinten, ob wir hier irgendwas noch snacken können. Hier, hier. Okay. Ist ja schon so weit hochgelaufen. Ich sage es dir nur ungern, aber dein Bruder ist tot. Er ist tot? Geh mir aus den Augen, sonst bezahle ich jemanden, der dir die Kehle aufschlitzt. Das würde ich gerne sehen. Warum fehlgeschlagen? What? Warum? Oder ist es jetzt so eine Quest gewesen, wo ich da Leute am Leben lassen hätte müssen? Ich war da einfach immer nett und hab jeden lieben lassen. So ein Rotz. Okay, hilft nicht. Munter putzen und weiter geht's. So, wir gehen noch hier. Ist denn in dieser Richtung? Noch ein paar Mopsis. Okay, ein paar Büsche hätten wir hier oben schon. Schauen wir, dass wir hier an der Seite hochkommen. Ich hab's gehört. Mein Gott, jetzt kommt doch hier. Ich kann schon gar nicht mehr denken. Okay, jetzt haben wir gepult.
Das muss, denke ich, der letzte sein. Oh nee, doch nicht. Aus dem Busch. Okay, müsste es ja eigentlich gewesen sein. Wir schauen noch mal. Gewesen sein. Schatz plündern. Okay, oben auf dem Dach. Überlebst du schon. Und gucken, weil sieht eher so nach einer Kriegerrüstung aus. Aber die Stufe 3 werden schon nicht schlecht, wenn wir die ersetzen. Krieger, Jäger. Bogen. Können wir normal noch nichts machen, weil es erst Stufe 8 ist. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir Suche den Schrein des Poseidons auf der Insel südlich von Chios auf. Okay. Okay, dann müssten wir doch somit hier alles erledigt haben, eigentlich. Ich weiß nicht, wollen wir hier nochmal zum Strand runtergehen und ein bisschen gucken? Ein bisschen Looky-Looky machen, vielleicht gibt es da noch irgendwas Geiles. Ich glaube es zwar nicht, dass da noch irgendwas ist, aber komm, wir schauen einfach mal, weil es egal ist. Gibt es hier doch noch irgendwas Verstecktes oder so? Sind da wie ein paar Wölfe? Und Leder ist immer gut. Die sind Bergzicken. So, das war das Ding jetzt. Okay, wir gehen hier mal am Strand entlang. Vielleicht finden wir irgendwas Geiles. Ich muss sagen, das ist eigentlich gar nicht so schlimm mit dem Erkundungsmodus. Jetzt mir schlimmer vorgestellt. Aber ich weiß ja eben nicht, wie viel einem da nicht gesagt wird. Ah, da ist ein Wolfi. Hä?
Ach so. Mein Adler tut die praktisch killen, oder was? Sieht auch komisch aus hier, oder? Ah, jetzt sind wir da am Anfang wieder. Okay. Okay, Leute, wir haben eigentlich hier auf der Insel soweit alles abgeschlossen. Dann würde ich doch sagen, können wir eine Schnellreise hinmachen zu dem Boot? Schiffsdock? Nee, geht nicht. Aber wir könnten dann hier eine Schnellreise hinmachen. Gehe ich bloß noch ein bisschen kurz hier rum, weil ich noch ein bisschen schauen will. Und dann würde ich sagen, machen wir doch mit der Quest weiter in Ithaca. Jetzt gehen wir noch hier schnell rum. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie was Verborgenes oder so. Da unten war auf jeden Fall das mit dem Hai, der uns dann beim zweiten Mal nicht angegriffen hat. Ich habe das Gefühl, dass die Gegner hier mitskalieren. Dass die immer so auf meinem Level sind. Alle geben einen natürlich auch mehr dann. Linie. Schaut schon cool aus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und machen dann mit der Hauptquest weiter, weil wir jetzt hier auf der Insel eigentlich alles erledigt haben müssten. Ich sehe jetzt zumindest nichts mehr. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst mir noch ein bisschen Support da. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.